Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir wurden von einem Zenith gerettet irgendwie. Was ist das? Und sie hat uns Frühstück versprochen. Okay. Die ich gerettet und instand gesetzt habe, bevor ich gegangen bin. Schau sie dir an, wenn du magst. Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen. Mein Freund ist tot. Beta und Gaia sind weg. Und ich soll mir alte Gemälde ansehen? Und Skulpturen. Nehme die beruhigende Wirkung von Kunst nicht so schnell ab. Oder die Erkenntnisse daraus. Ich glaube, die war schwanger. Mein Lieblingspaar. Links ist die Briefleserin in Blau von Vermeer, ein wahrer Meister. Aha. Und rechts ist eine Fälschung. Dame beim Musikstudium. Schön. Experten hielten es für ein unschätzbares Original. Am Anfang meiner Karriere war ich von solchen Täuschungen fasziniert. Ich entwickelte eine Scan-Software, die Fälschungen mit unerreichter Genauigkeit entdecken konnte. Aha. Hast du so genug Geld verdient, um einen Platz auf der Odyssee zu kaufen? Oh nein. Mein wahres Vermögen erlangte ich erst später. Sehr schön. Da bin ich weggegangen, sonst muss ich die Titten zensieren. Hier hat Rembrandt Jeremiah gemalt. Sehr schöner Jeremiah. Das kenne ich. Der Mönch mit der Peitsche. Um seine Heimatstadt. Das alte Jerusalem. Ist das Shakespeare? Er hat ihren Untergang vorhergesehen, konnte ihn aber nicht verhindern. Also hat er stattdessen ihre Schätze vor der Zerstörung gerettet, wie ich diese Werke gerettet habe. Man könnte sagen, wir sind uns im Geiste ähnlich. Ja. Die Nachtwache von Rembrandt. Dann bei wahrscheinlich das nicht. Das bekannteste Gemälde, das mein Heimatland hervorgebracht hat. Es wurde zu Ehren einer Miliz aus einflussreichen Bürgern in Auftrag gegeben. Sehr schön, ich sehr schätze, schön. Du warst wohl eine einflussreiche Bürgerin. Damals. Steintitten. Aber nicht so einflussreich, und wie du es in dieser neuen Welt gewesen bist. So genau hat sich der Künstler das wohl nicht gemacht. Okay, hier ist der Feuerkelch oder der Plastikpokal. Interessant. Bin nicht so der Kunstkenner. Dieses aus Stein gemachte finde ich schon toll. Kümmern. Das müssen wir beide. Wir versuchen so vieles zu retten. Und davon ist gar nicht wenig im Tresor. Ja. Es ist gut, solche Schätze einen Augenblick länger zu bewundern. Oder komm nach oben und wir legen los. Ich würde gern loslegen, aber... Sie reißt sich die Haare aus. Aus Irrsinn? Oder Trauer? Also den Arsch hat er auch gemacht. Es ist hart, sie leiden zu sehen. Ja, gut. Genügend Kunstanalyse für den Moment. Weiter mit Schießen. Schon cool, wie sie das hier gemacht haben. Gefällt mir. Und woher ist die Treppe? Das sieht auch relativ cool aus. Da bist du ja. Geht's dir besser? Ja. Wie hast du uns gefunden an der Brutstätte? Und was hast du mit den anderen gemacht, bevor ich in Ohnmacht fiel? Gleich zur Sache, verstehe. Tja, sagen wir einfach, wir haben schon ein Auge auf Hephaestus. Warum? Was wollt ihr? Wofür? Wir sind nicht auf dich reingefallen. Und was mein kleinen Trick angeht, es war eine sensorische Überlastung und eine Energieentladung. Gerard und Eric waren nur kurz desorientiert wegen ihrer Schilde. Aber du wurdest ohnmächtig, als ich dich rausholte. Das passiert vielleicht im Besten. Vielleicht geht es dir nach einem Frühstück besser. Bestimmt. Ich hoffe, du hast Donuts. Ob das mein Steinzeit-Ding... da gibt's tatsächlich süßes Gebäck. Und einen Apfel. Das war dein Haus. Du hast es für Beta und dich in eurem Datenkanal erbaut. Wie scharfsinnig von dir. Bitte hier lang. Ich glaube, die steht auf Elisabeth. Nach allem, was dein Volk getan hat? Glaubst du etwa, ich setz mich hin und rede mit dir? Was soll man sonst tun? Das ist nicht mein Volk. War es nie und ist es auch jetzt nicht. Du bist mit ihnen ins Weltall gereist.
und hast 1000 Jahre mit ihnen gelebt, vor deiner Rückkehr. Was hat deine Meinung plötzlich geändert? Ganz einfach. Das hier. Ja, ein Fokus. Mein alter Fokus. Repariert. Das heißt, du hast... Unglaubliches gesehen. Was du in 2 Jahrzehnten erreicht hast? Ja. Ich hab 1000 bin schon gut im Bogenschießen. Und da ist er ja, mein Tut Papa. Leid, deine Privatsphäre zu stören. Doch ich musste. Um es zu verstehen. Ja, natürlich, kein Problem. Um erleuchtet was? Zu werden. Du bist wirklich von Elizabeths Blut. Hast ihren Ehrgeiz, ihre Überzeugung. Ihre Integrität. Und ihre Körpermaße. Nachdem ich all das gesehen habe, schäme ich mich für meine Begleiter. Ich will dir jetzt wirklich noch helfen. Auch wenn du deine Freunde aufhalten musst? Dann ganz besonders. Bitte, setz dich. Na gut. Das Essen sieht zumindest lecker aus. Weiß nicht mal, ob ich weiß, was eine Banane ist. Dort. Schon besser. Also, wir müssen Beta und Gaia unbedingt befreien. Du weißt bestimmt, dass Gerard die Biosphäre der Erde mit Gaia neu starten möchte. Mhm. Und die Welt so gestalten will, dass sie nur noch für uns Unsterbliche ideal ist. Was soll das heißen? Dabei sterben alle Lebewesen auf dem Planeten. Er nennt es eine Neuinstallation. Nicht, wenn ich ihn aufhalten kann. Nicht, wenn wir es tun. Und wenn er und die anderen tot sind, lassen wir gemeinsam Elizabeths Traum wahr werden. Und du wirst die Königin von allem. Ich habe gesagt, dass es auf dem Schiff eine Version der Apollo-Datenbank gibt. Eine vollständige Sammlung menschlichen Wissens. Ja. Damit und mit Gaia könnten wir Elizabeths Ziele erreichen. Die Biosphäre heilen, die Menschen dieser Welt bilden, sie aufrichten. Die Welt ihrer Träume erschaffen. Lass uns nicht vorschnell handeln. Soweit ich weiß, sind deine Freunde unverwundbar. Nur mit dem Schild. Hör auf, sie meine Freunde zu nennen. Und sie sind nicht unverwundbar. Einer deiner Freunde hat einen Weg gefunden, sie zu besiegen. Silence. Oh, er war wirklich fleißig. Er sammelt eine Armee, die Gerards großartige Basis dem Erdboden gleich macht. Regala und ihre Rebellen. Sogar jetzt plant sie einen letzten Angriff auf die Tenakt-Hauptstadt. Das ist nicht gut. Sollte sie gewinnen, kontrolliert sie den gesamten Stamm. Hunderte Krieger und Maschinen, die die Basis angreifen. Sie irrt sich. Sie werden alle sterben. Es sollte reichen, um Gerards Abwehr zu durchbrechen, damit Silence ihn töten kann. Ihn und alle anderen. Mit Hilfe der neuen Waffe, die er entwickelt hat. Ja, die hätte ich auch ganz gerne. Er hat einen Weg gefunden, unsere Schilde zu umgehen. Ein außergewöhnlicher Mann. Er hat alles eingeplant. Außer dich und mich. Während also seine Armee Gerards Verteidigung durchbricht, schleichen wir uns durch die Hintertür rein. Eine, die nur ich kenne. Aha. Wenn Silence und meine Freunde gegeneinander kämpfen, holen wir uns Beta und Gaia. Na gut, man kann's losgehen. Ich meine es ernst. Ich glaub dir nicht. Aber was hab ich schon für eine Wahl? Na gut, los geht's. Erst Wahl, dann Hekaro und die Tenakt. Dein Plan würde einen ganzen Stamm auslöschen. Es muss anders gehen. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation. Aber es geht einfach nicht anders. Naja, vielleicht doch. Vergiss Zero Dawn nicht. Elizabeths Opfer. Manchmal müssen viele sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin.
Moment. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders, dann können die Tenakt überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst, öffne ihn. Aloy, ich weiß nicht, ob das so klug ist. Na gut, ich krieg meinen Willen. Ich krieg immer meinen Willen. Bin ja auch die Hauptfigur. Beta. Bin hier, um dich zu töten. Ach nee, um mit dir zu reden. Das sieht nicht gut aus. Was machen Sie mit ihr? Dissoziation durch virtuelle Realität. Die manuelle Verschmelzung von Hephaestus bedeutet stundenlanges, mühsames Mikromanagement. Wenn sie sich widersetzt, lassen sie Simulationen laufen, die Isolation und Verzweiflung hervorrufen. Aber nicht sehr gut. Beta, kannst du mich hören? Ich glaub nicht. Du lebst. Ah, doch. Sie beobachten mich. Ich kann diese Projektion nicht lange aufrechterhalten. Ihr hättet mich töten sollen. Ah, dazu kommen wir noch. Nein. Sieh mich an. Ich hol dich da raus. Versprochen, okay? Halte noch etwas länger durch und arbeite an der Verschmelzung. Hey. Was sagen wir, Ekra? Ich will das hören. Dann ist es vielleicht möglich. Es ist vielleicht ganz gut, sie nicht einzuweihen. Obwohl, sie hat doch alle Daten. Solange ich weiß, dass du kommst, halte ich alles aus. Danke, Dön. Was ist mir denn Geistreiches eingefallen? Nun gut. Ich habe getan, was du wolltest. Jetzt musst du mir sagen, was du vorhast. Ich nehme Silence seine Armee weg. Ich brauche sie nicht. Nur die Waffe, mit der er eure Schilde durchbrechen will. Und wie willst du da rankommen? Ihn nett fragen? Ich könnte ihn töten. Ohne Regala und ihre Rebellen hat er keine Wahl. Wir sind seine einzige Option. Die einzige Option wofür? Was hast du ihr gesagt? Das geht nur mich und meine Schwester was an. Ohne uns kommt Silence nicht in die Basis hinein. Alles andere erzähle ich später. Aber zuerst muss ich ein paar Sachen erledigen. Ja, Regala ausschalten. Oh. Und die wären? Mein Freund zur Ruhe betten. Und dann werde ich Betas Überbrückung von Gemini nutzen und Regalas Rebellion beenden. Aus der Luft. Aus der Luft? Moment. Weil du es unbedingt auf deine Art machen willst, ich weiß, wie du mit den Tenakt einen großen Auftritt hinlegen kannst. Die alten Horus-Titanen haben noch elektromagnetische Energiezellen in ihrem Arsenal. Wenn du eine davon auf Regalas Armee wirfst, erleben sie ihr blaues Wunder. Okay. Tu, was du tun musst. Ich komme zu deiner Basis, falls du Silence überzeugen kannst. Nicht falls. Wenn. Ja, ja. Wir kriegen das hin. So, einmal in die Hände gespuckt und dann wird nochmal bist du da? Uns entspannt. Aloy! Aloy, bist du es wirklich? Ja. Ja, bin ich. Wo sind die anderen? Nimm den Muffin mit. Wir sind bei der Basis. Was ist geschehen? Das... Och, nix. Erkläre ich dir wohl besser persönlich. Ich komme so bald wie möglich. Okay, wir warten hier auf dich. Schön, sehr deine gut. Stimme zu hören, Aloy. Gleichfalls. Der klingt aber ein bisschen angeschlagen mal wieder. Kann man hiermit auch was machen?
Anscheinend ist das noch nicht alles. Hey, da ist was Legendäres. Hilda hat sicher nichts dagegen, dass ich mich umsehe. Bestimmt nicht. Diese Ranken. Was für Ranken? Ich hätte Feuer empfohlen. Das ist was Legendäres. Ich will das Legendäre. Ja, schrei doch nicht wie am Spieß. Komm mal nicht einfach darüber. Nein, jetzt muss ich ja noch runter. Eloy, benimm dich. Nur damit du es weißt, ich habe mich in dein Fokusnetzwerk gepatcht. Na toll. Dann können uns die anderen sie jetzt nicht hören? Natürlich nicht, und sie wissen auch nichts von deiner Basis, wenn du dir deswegen Gedanken machst. Ich habe dir Daten zu den Horus-Energiezellen geschickt, die du gegen Regalas Truppen einsetzen kannst. Sag Bescheid, wenn du eine davon holen willst. Verstanden. Oh, was sind das denn für Biester? Die kennen wir, glaub schon. Ich nee. Keinen Frost einsetzen. Doch. Breitschlunde. So, die Metallblume ist allerdings da oben. Wie komme ich da hin? Da ist noch Loot gewesen. Wieso müssen die das alles so rätselhaft machen? Kann ich nicht legendären Loot haben, ohne dafür denken zu müssen? Hey, da ist ein Schwein in ihrer Wohnung. Ja, ganz schön cool. Irgendwie Marketing-Mail. Komm her, du Schwein. Oh, nicht so besonders, aber... Fürs Erste reicht's. Ist es ihr Auto? Ich glaub fast nicht. Rotaugenwächter. Spitzenbehemoth. Sie könnte mir zeigen, wie man dich überbrückt. Ja, ja. Schöne Brutstätten. So, wie kommen wir denn jetzt zur Metallblume? Das ist keine Übung. Ich will den Loot. Komm mal hier runter, bringt das was? Ich glaube, das hat nichts gebracht. Hallo? Irgendwo ein Seilwerfer? Ach, das war ein Badezimmer. Na gut. Ich nehme auch epischen Loot. Hat auch nur eine alte Halskette drin. Scheiße. Ich bin nicht gemacht für Rätsel. Vor allem, wenn ich nicht gescheit sehe, wohin. Vielleicht muss ich auf das Teil hinter mir springen, aber das bringt ja auch nicht so viel. Aloy, nicht auf die Treppe. Auf die Sprungteilen, obwohl da kommen wir auch einfacher hin. Ja. Ansonsten müssen wir das erstmal liegen lassen, bis ich ein bisschen klüger geworden bin. Da ist was zum Festhalten. Wieso ist da was zum Festhalten? Macht das Sinn? Macht doch keinen Sinn. Wo ist die scheiß Metallblume? Aloy, streng dich an. Ist es hier verwirrend gemacht, dass ich da... Okay, das kriegt sie hin. Und dann was? Aloy, mach mich nicht arm. So, ein Versuch noch da hinzukommen. Ansonsten entgeht mir der Loot. Ist bestimmt eh nur eine alte Skulptur. Und nicht die coolste Waffe im ganzen Spiel. Ja, chill. Nee, ernsthaft, wo ist die Kackmetallblume? Da unten. Und wie komme ich nach da unten? Da ist doch was. Zur Kante fallen lassen und zur nächsten Kante. Ah! Wenn da jetzt noch eine alte Skulptur drin ist, rast ich aus. Das sollte reichen. Ah! Was ist drin?
Scheiße. Eine alte Skulptur. Die ist kaum was wert. Na gut, außer die persönliche Genugtuung, dass wir das geschafft haben. Was mir persönlich nicht so viel wert ist. So, wo ist das nächstgelegene Lagerfeuer? Die lassen ihre Sachen schon fallen. Erstmal aufdecken. Ja, ist hier gut. Ist hier gut, ihr Spreitschlunde. Welches Level habt ihr? Nur 15? Ja, aber ich mich vielleicht. Komm, irgendwas braucht man von der Maschine. Mal alles abschießen und nachher fragen, was wir brauchen. In den Rachen. Au. So, und ins mächtige Euter. Aloy, ins Euter. Mehr ins Euter. Ah, das hat gereicht. Au. Also da ist was Episches, das sieht schon mal gut aus. Oh, ich brauche einen größeren Munitionsbeutel. Ihr seid doch nur Level 15, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich glaube, ich brauche so einen Backenzahn. Komm schon, Mut! Damit geht's besser. Ja. Toll machst du das, Aloy. Zeig mir deine Beißerchen. Au. Säure. Beißerchen. Doch nicht mich mit aufspießen. Ich treffe echt nicht. Na, das ging in die Nähe. Ich würde sagen, das zielt. Nach dem Motto, gut genug. Mach mal das Maul auf. Das ist dasselbe Problem wie in der letzten Folge. Warum immer zu zweit angreifen? Was ist das denn für eine dämliche Taktik? Ich kenn's von Spielen nur so, dass man hier Chance hat zu denken. So, jetzt können wir dem abschießen, was wir wollen. So, einmal. Sehr gut. Und in den Schlund, du Breitschlund. Keine Munition mehr. Ja, das kriege ich auch mit. So, gib mir deine besonderen Teile. Und... Wir hätten auch einfach schnell reisen können, ich weiß. Ich dachte, das wird hier relativ schnell gehen. Ich habe keine Ahnung, dass das jetzt so lange dauert. Nur so ein Level 15 Vieh mal auszuschalten. Das sind schon coole Tiere. Maschinen. Das war ziemlich uncool. Das war ziemlich uncool. Und grad habe ich dich noch gelobt. Gib mir deinen Arsch. So, jetzt müssen wir es noch einsammeln und dann reißen wir mal schnell. Hoffe ich zumindest, dass ich mich nicht weiter ablenken lasse. Weiß eh nicht, wo ich gerade auf der Karte so wirklich bin. So, das nehme ich mit. Genau, ein Zahn. Ich glaube, genau sowas haben wir gebraucht. Eine Saugturbine, die probiere ich heute Abend gleich mal aus. Ein Lobster, ein Hummer, ein Omer. So. Panzerwanderer können wir auch noch zumindest anlocken. Wo sind wir? Ach, hier unten. Ist das nicht schön. Auf zum nächsten Lagerfeuer. Ihr seid alle gelootet, Jungs, oder? Grünklanzklumpen.
kann es kaum erwarten. Den müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Wo war der? Hier hinten. Oh, und sagt nichts. Was sagt ihr dazu? Her damit. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So, Panzerwanderer, dem möchte ich aber nicht unbedingt begegnen. Aber das Schwein nehme ich mit. Hat zumindest seine Knochen da gelassen und da ist ein Lagerfeuer. Ich werde nicht mehr. Wahrscheinlich werde ich doch noch. Ich glaub's gerade nur noch nicht. Das wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Ja. Bis jetzt ist sie ja nur blutrot dann. Oh nee, da sind wieder Affen. Armin, Ruhe, ich wollte doch nur zum Lagerfeuer. Ah, scheiße. Ich hau ab. Nichts hält mich bei euch. Außer das Reinholz. Ordentlicher Reinholzmangel haben wir uns eingehandelt. So. Wir haben keine Ahnung, wo ich bin. So. Lagerfeuer. Und Schnellreise. Sogar kostenlos. Was will man mehr? Die Basis. Ja. Direkt zum Eingang reisen. Na, schauen wir mal, ob wir diesmal getroffen haben. Und nicht noch klettern müssen. Oh, schöne Roboter-Ärsche, Maschinen-Ärsche, die wir gerade sehen. Nein, wir sind hier unten. Vielleicht hat er neue Teile für uns. Hast du neue Teile für mich? Delta-Scharfschussbogen. Sieht okay aus. Aber jetzt nicht wirklich. Sucher-Jägerbogen. Hätte zumindest mal Frostschaden. Den könnten wir uns leisten. Wildfeuer haben wir. Garde. Ja, für einen Frostschaden wird sich schon lohnen. Ach, was soll's. Besser haben als nicht haben. Was ersetzt mal? Sprengschleuder. Ätzende Sprengschleuder. Ach, die ist so ätzend. Ausrüsten. Wunderbar. Outfits. Ja, da will ich lieber die legendären, die es da im Tinak-Gebiet gab. Ja, ja, ehrenwert, ehrenwert. Wird Zeit, Ehren wiederzusehen. Der einzige Freund, der mir geblieben ist. So. Oh, ich habe eine neue Quest in der Basis. So. Bin mal gespannt, wer die will. Bestimmt Alva oder so. Und denn hier passiert, sah das immer schon so aus? Oder hat Gaia das Licht anmachen können? Ach, Gaia ist ja nicht mal hier. Hi, Jungs und Mädels. Wer Mensch, was sollen die langen Gesichter? Blut sehen. Hey! Kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Regala wird meinen Stamm auslöschen, um Hekaru zu stürzen. Die Zenith haben Beta und Gaia. Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay, was haben wir vor, hä? Treten wir gegen alle Rebellen an? Ja. Von den Zenith ist ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? Nee, so gegen ihre Schilde. So. Kriege ich jetzt eine Backpfeife? Na, das ist besser. Das ist besser. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Vals Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Hephaestus verfolgt. Als Gaia ihn in Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem Val sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Mhm. Immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun?
Wir werden die Zeniths besiegen. Und Beta und Gaia zurückerobern. Ja. Aber erst müssen wir Regala aufhalten. Kein Problem, mache ich mit links. In Gemini machte Beta mir einen... Und Cotallo macht's mit rechts. Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich muss dorthin. Ich weiß. Los. Steh Hikaru bei. Und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehen. Ja, deine Zehen mögen dich aufführen. Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte. Legt los. Bald werden wir gegen die Zeniths kämpfen. Sehr wir gut. Wir sind bereit, Aloy. Ich wenn auch, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich bin am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Oh. Das geht ein Mecker. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Ja, der Schritt brennt ganz schön. Ja? Werde ich ein paar Zeniths-Schädel spalten dürfen? Das ja. Dürfen wir alle. Gut. Hey, was sind da für Teesortimente auf dem Tisch? Sollte ich mal nach so sehen. Es klang wichtig. Was hast du denn da? Ach, wahrscheinlich so ein Maschinenstreitfeld. Nee, das muss jetzt nicht sein. Interessant, das hat eigentlich Spaß gemacht, aber ich hab's nur einmal gespielt. So. Sehr fleißig. Mhm. Die Studien sind eine gute Ablenkung. Vor allem nach Brutstätte Gemini. Val, Beta, Gaia. Alle fort. Du kennst doch niemanden davon. Das ist erst der Anfang. Die Zeniths möchten uns auch unsere Zukunft rauben. Das können wir nicht zulassen. Toller Dialog immer zwischen euch bei. Und falls du kurz Zeit zwischen hast, euch beiden, wollte ich sagen. Ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Ja, was? Welche Blumen soll ich pflücken? Du meintest, du benötigst Hilfe bei etwas? Ja, vor fünf Sekunden, Aloy. Als ich Daten aus dem Treibhaus durchsah, stieß ich auf Hinweise auf ein System der alten Welt im großen Delta. Es nennt sich Leviathan. Meine Leute entdeckten es vor Jahren. Ein weitläufiges Netz aus Flusstoren und ein Labyrinth unterirdischer Tunnel. Das Vermächtnis verriet, dass die Alten es gegen Fluten nutzten. Aber wir bekamen es nicht in Betrieb. Das ganze Ding ist abgeschaltet. Tja, aber Pech. Die Daten aus dem Treibhaus erwähnen die Forschungsanlage, in der Leviathan geschaffen wurde. Sie ist in San Francisco. Noch eine Pharaoh-Anlage? Nein. Leviathan ist ein Projekt von Aileen Sasaki, einer anderen Ahnin. So lehrt es uns zumindest das Vermächtnis. Wenn wir die Daten beschaffen, können wir vielleicht das System im großen Delta reparieren. Jedes Jahr hat meine Schwester Angst, wenn die Regenzeit beginnt. Mit Leviathan braucht sie das vielleicht nicht. Ja, okay. Kann man nicht einfach Sandsäcke stapeln. Wo genau in San Francisco steht die Anlage? Das ist es ja. Aus den Daten geht nicht hervor, wo genau. Irgendwo im Aber Boden halt. Aber einer unserer Wahrsager hat die Ruinen erkundet. Vielleicht weiß er's. Ja, vielleicht. Ich glaube, wo immer die Anlage steht... Später. Also, du kannst Maschinen viel besser bekämpfen als ich. Das ist richtig. Ich gebe Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Danke, Aloy. Kein Ding, Digga. Ciao. Ich muss jetzt gehen. Warte auf mein Signal, okay? Ich lass dich nicht hängen. Ich weiß. Sehr gut. Wie gesagt, ich gebe dir Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Wir finden die Daten, die du brauchst. Ich danke dir. Ich danke mir auch. Ja. Her mit den Vorräten. Alles aufnehmen. Ist das auch eine Metallblume da hinten? Tja, jetzt weiß ich, wo die Metallblumen kommen. Ein letzter Versuch, die Pharaoh-Plage zu stoppen. Demeter muss sie ausgesät haben, nachdem sie im Treibhaus Zuflucht gesucht hatte. Möglich? Schätz mal, Gaia ist nicht da. Auch keine Kopie. Notdürftiges Backup. Oder doch? Nö. Ohne Gaia fühlt es sich hier so leer an. Ja, das war auch die einzige, die hier drin war. Na gut. Wir haben noch eine Werkbank, da gehen wir auch nochmal kurz und an unsere gesammelten Vorräte. Werkbank.
Kann man was machen? Schön, dass da ein Spaten daneben steht. Beutel-Upgrades. Immer her damit. Oh, Häckselbeutel. Bolzenmagazinbeutel. Warum nicht? Da war der Pelikan sehr hilfreich. Und nochmal Pelikan hilfreich. Ein Glück haben wir mal eine Episode nur damit verbracht, Pelikane zu entfiedern. Was kann ich upgraden? Sucherjägerbogen, der ist unten ausgerüstet. Ach, das ist der, der Frust kann. Upgrade. Sehr schön. So, mein Hauptbogen, das ist der obere. Und da fehlt ein Rollrückenzirkulator. Aufgabe erstellen. Das können wir uns auf jeden Fall nochmal antun. Weil mehr ist mehr. Das ist doch nicht mein Lager. Wo ist mein Lager? Dein Vorrat. Wieso steht er nicht neben der Werkbank? Kann ich die Tür jetzt öffnen? Ein Haufen Ausrüstung. Wofür war das bloß alles? Das will ich das wissen. Laut dieser Konsole lagern immer noch tausende von Pflanzenproben tief unter der Anlage. Vielleicht können wir irgendwann darauf zugreifen. Wenn wir gar nicht unser Festes haben. Was sind das? Anhänger platzieren, was für ein Anhänger? Ich trage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Okay. Die ganze Zeit dachte ich darüber nach, wie Elisabeth wohl war. Aha. Was sie tun würde. Da ist ein Bogen. Es war falsch, Beta an diesem Standard zu messen. Sollte das vermutlich nicht mal mit mir selbst tun. Das ist richtig. Sehr schön. Vorsätze fürs neue Jahr. Da ist ja mein Vorrat. Kategorien auffüllen. Dankeschön. Wieso kann ich die Waffen nicht verwenden? Dolch untersuchen. Also, Silens Plan war, Regala dazu zu bringen, ihren Stamm in einem hoffnungslosen Kampf gegen die Zeniths zu opfern. Ja. Das ja. ist so herzlos. Hikaru, Kotalo, Decker. Ich kann den Dolch anscheinend nicht zum Erdolchen verwenden. Ich lasse nicht zu, dass man ihr Leben wegwirft. Ja, Aloy. Ich kann den Speer eh nicht mitnehmen. Mein alter Speer. Also mein alter. Rust hat ihn mir gebaut, als mein Training beendet war. Ja, schön. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Aha, in Erinnerung haben wir jetzt genug geschwelgt. So, raus mit uns an die frische Luft. Ist ja deprimierend hier drin. Und dann schauen wir mal, ob wir so einen rolligen Rücken finden. Wo auch immer der seine Zirkulatoren hat. Wieso gehe ich eigentlich umständlich raus? Ich mache ja gleich eh eine Schnellreise. Ja, dann gehen wir schon zum Lagerfeuer. Da kostet das keinen Schlafsack. So, ihr rolligen Teile, wo seid ihr? Rollrückenareal, auch noch unbekannt. Ah, scheiße, das ist die nächste Stadt. Na, wir waren ja gerade hier unten. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen kurz nach da, bestätigen und dann wandern wir einmal die Straße entlang. Weil die Rollrücken brauchen wir auf jeden Fall. Also ihre Zirkulatoren. Die Maschine ist zäh. Säure bringt hier nichts. Ja, ja. Genügend Säure bringt schon was. So ein Panzer wieder in Schuss zu bringen, wäre aber auch was. Kommt vielleicht dann im nächsten Horizon-Teil, wenn einer rauskommt. Bestimmt. Denen werden immer wieder neue Probleme einfallen, die ich lösen muss. Vielleicht kommen noch Zeniths, die noch viel weiter entfernt waren. Oder die Rache der Zeniths. Her mit dir, du Schwein. Und was sind das für Maschinen? Die sehen wieder so unfreundlich aus. Also einmal ist so ein Krallenschreiter da. Die Biester erkenne ich. Und du bist ein was? Du bist ein was? Behemoth oder irgendwie sowas. Elefant. Will er nicht scannen. Schade. Sein Pech. Darf er weiterleben.
So, da ist ein Lagerfeuer, da ist ein Lagerfeuer, da ist ein Lagerfeuer. Servus, Jungs. Deckt mal euch auch gleich mit auf. Ja, der Regenpfad. Ist das nicht schön? Kriegt ihr auch mal Besuch. So, nächstes Lagerfeuer voraus. Hoffen, dass hier keine Affen im Dschungel sind. Hört sich wieder so affig an. Noch ein Lagerfeuer und noch ein Schwein. Ha, armes Schwein. So, hier mit deinen guten Gütern. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Ja, Fleisch hält sich ja im ungekühlten Vorrat auch eine Weile. Das wissen wir ja alle. So, von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Damit wir zum passenden Rollrücken kommen. Weil ein bisschen mehr Bums dürfte der Bogen tatsächlich haben. Lagerfeuer entdeckt. Hui, und noch ein Schwein. Also irgendwie gibt es da eine Verbindung. Feuerclown. Nein, danke. Hab genügend Feuer. Unterm Hintern vor allem. So. Schon interessant, das Biom. Da ist wieder eine Ansammlung an Viechern, die ich gerade nicht sehen will. Hier ist es ein bisschen verdörrt. Ah, da ist ein Lagerfeuer. Ach, scheiße. Haben wir in Ruhe. Eine Cyclops-Drohne überwacht das Gebiet. Ja. Ich muss an ihre Daten ran. Vielleicht. Im Moment müssen wir gar nichts. So, das läuft aber, würde ich sagen. So viel Lagerfeuer entdeckt. Das nächste Mal wird es relativ leicht sein, hier was anzusteuern. Dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Dornmarsch. Wir waren doch schon in Dornmarsch. Wieso sind wir nicht einfach dahin schnell gerissen, gereist? Naja, was soll's. Guten Tag. Ja, ja. Dein Feind ist auch mein Feind. Kommt drauf an, wer dein Feind ist. So, hoffentlich sind die nicht auf dem Berg. Ich glaube nicht. Ja, Aloy. Super Hechtsprung hast du da gemacht. Das sind aber ganz coole Wellen hier. Muss man schon sagen. Ach, die Welt ist einfach immer noch einfach nur schön. Richtig gut gemacht. Hey, da ist ein Lagerfeuer. Oder ein Banditencamp. Haben wir auch lang keins mehr ausgeräumt. So, also, die sind ja eh voll. Na gut. Jetzt haben wir wieder über 600 Stück. Das reicht für eine Weile. Was ist denn das für ein Luftstrom hier? Das sieht ein bisschen weird aus. Ach, da ist das nächste Rennen. Ich dachte, das wäre ein Feuer. Könnt mich doch nicht einfach so verarschen. Ja, aber nicht für euch. Ich muss mir einen Zirkulator schießen. Hoffentlich haben die Teile nicht so viel Masse, dann geht's leichter. Ach, die hätte ich an der Werkbank craften sollen. Wir können natürlich auch mal die Sachen ausprobieren. Obwohl, der ist, glaube ich, ein bisschen besser. 54, 43, ja. Der ist... Was galoppiert denn neben mir? Ein Schwein, das die Felswand hoch will. Ja. Ein makelloser Zahn. Na, hoffentlich können wir damit was anfangen. So. Haben das Ziel tatsächlich erreicht. Zumindest in 50 Metern. Was war nochmal Roll... Okay. Diese Maschine kann vermutlich Felsen, Bäume und Mist zermalmen. Ja, möglich. Hab jetzt nicht aufgepasst. Welche Stufe? 22. Ach, nur 22. So weicht mal aus. Ohne wirklich auszuweichen.
Ja, lass mich in Ruhe. Da war bestimmt ein Zirkulator dabei. Nein, ich klebe. Und dabei ist noch nicht mal nach 23 Uhr. Toll gemacht hast du es, Aloy. Kaum Munition verbraucht. Was habe ich denn da verwendet schon wieder für einen Pfeil? Boah. Müsst ihr euch so zusammenkugeln? Ja gut, das steht im Namen, aber trotzdem. Das ist doch nicht fair. So viel zu Stufe 22. Ja, ihr habt auch nur den einen Move, oder? Der ist aber ziemlich effektiv. Also sollte ich mich nicht beschweren. Boah, wofür ist das denn bei einer Maschine gut? Um die Welt zu terraformen. Okay. AI kommt auf komische Gedanken. Stirb doch einfach. Golddornpfeffer. Pflanze. Was ist denn da? Elite-Säurefalle. Achso. Bist du ein Zirkulator? Nee, du bist ein Kühlblock. So, vielleicht müssen wir denen wirklich mal Teile abschießen. Boah, Aloy. Da war bestimmt ein Zirkulator dabei. Ich mag's, dass ich bei den teuren Sachen immer verschieße. Gerade bei den teuren Pfeilen. Nennst du das Fortschritt, Aloy? Ich nenne das Wahnsinn. Ah! Den armen Kollegen hat's zerlegt. Habe ich jetzt was bekommen? Mein Questding. Ich weiß es nicht. Ich hab's links nicht aufploppen sehen. Können mir das auch nicht so kompliziert machen, das Leben hier. Die brauche ich ganz Pflanze. Sicher noch. Ja. Da bin ich auch mehr als überzeugt von. Obwohl mehr als überzeugt ist das schon wieder schwierig. Ich bin überzeugt. Rohstoffbehälter. Maschinenkern. Wieso sind die alle als Quest markiert hier irgendwie? Keine Ahnung. Aber das, was ich brauche, ist natürlich nicht da. Wirklich nichts da. Das ist doch scheiße. Die Säurefalle nehme ich dann wieder mit, wenn sie keiner wollte. Wir haben auch auf jeden Fall noch Skillpunkte, die wir gleich vergeben können. Aber Taube bringt mir auch nichts. Wo lag das andere Freundchen? Irgendwo hier. Da ist er. Ah, sieht nicht gut aus. Ich als Vorrat. Okay, hier haben wir schon alles gelootet. So eine Scheiße. Ich glaube, wir haben es nicht bekommen. Mich so angestrengt. Direkt auf den Zirkulator geschossen. Wenn ich das richtig interpretiert habe. Na egal, dann gehen wir kurz nach die Dornmarsch hier in der Nähe. Vielleicht können wir einen kaufen. Naja, Säure, Dorn, Rücken. Wieso sammle ich eigentlich immer so viel Reinholz? Naja, besser haben als nicht haben. So, wo ist denn das nächste? Ja. Bestätigen. Und dann müssen wir vielleicht auch mal wieder Schlafsäcke kaufen.
Ich weiß es nicht. So, fortfahren und einkaufen. Mögest du deine Gegner zermalmen? Ja, das wünsche ich mir auch. Boah, das sieht schon gefährlich aus da mit den Zehen. Wieso bin ich nicht da am Lagerfeuer gespawnt? Und ihr plappert wieder alle durcheinander. Ist aber sehr sympathisch. Verstehe ich ja meine eigenen Gedanken nicht. Ja, das, du solltest dich geehrt fühlen. Jägerbedarf war doch irgendwo hier, oder? Das ist schön für euch. So. Meins. Und mit dir, mein Freund. Bin ja keine Tinak. Ah, du hast auch keinen Jägerbedarf. Ihr wollt hier nichts verkaufen. Eine furchtbare Händlerstruktur. So, danke schön. Was ist da? Dornmarsch. Jägerbedarf, der auch nicht. Willkommen, Fremde. Lass diese Kunststücke. Ich mach so viel Kunststücke, wie ich will. Da ist er ja. Ja, ich biete dir auch ehrbare Handel an. Rohstoffe. Was hast du? Ah, scheiße. Dann verkaufen wir unsere Wertgegenstände. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. F ist für Freunde, die was unternehmen. Oder Zeug zum Verkaufen haben. Yay, wir haben 10.000. So, einmal zum Outfit näher noch. Outfit näher. Weh, der ist ganz oben. Eloy. Hört doch mal auf, alle zu plappern. Nee, ist ja sympathisch. Wirkt dynamisch hier. Da ist er ja. Servus, Servus, Servus. Könnten die ruhig früher aufploppen lassen. Ja, ja, so ein Utaru-Wintergewand. Wollte ich auch. Das ist ziemlich gut. Da braucht man aber noch einen spitzen Schreckflügelherz. Aufgabe abbrechen, Aufgabe erstellen. Ja, oh, aktive Quest, was soll's. Hast du Rohstoffe? Du hast gar keine Rohstoffe. Dann halt nicht. Das sieht auch nicht schlecht aus. Na gut. Wir handeln später. Natürlich handeln wir später. Handeln uns vor allem Probleme ein. So, ich bräuchte eine Werkbank. Werkbank? Werkbank. Du kannst einen Tenakt grauen, wenn es um geht. Ich trau keinen Tenakt. Werkbank. Wo? Ah, die ist bestimmt da oben. Ah, scheiße. Ja, ich glaube auch. Da ist die Werkbank. Muss man nur wieder zurückkommen. Mensch, ist das hier ein schleimiger Fluss. Sei gegrüßt, Kriegerin. Sieht aber nicht so gesund aus. Gesundheit, sag ich doch. Das liegt am Fluss. So, hier ist die Werkbank. So, kann ich was upgraden? Wir haben es doch bekommen. Ja. Dankeschön. Sturmvogel, Sturmkanone. Nur eine. Die kriegt man auch noch. Aber wahrscheinlich eher beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir machen nochmal Schreckflügel. Spitzen Schreckflügelherz. Aber das sind ja keine Spitzendinger. Das hieß doch explizit. Nee, das hieß nur Rollrücken. Na gut, da gehen wir kurz in Windeseile noch hin. Ich weiß, es ist schon ein bisschen länger, die Episode. Ich will gern diesen ganzen Orga-Kram, nenne ich das mal, auf die Seite kriegen, dass wir nächstes Mal wieder voll durchsteigen können. Komm schon. Dann geht's nämlich endlich los mit den letzten Hauptquests, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. So, Schreckflügel, Schreckflügel, wo seid ihr? Wo seid ihr schrecklichen Dinger? Mal nachcraften, nachcraften, nachcraften. Ich sollte die toten Maschinen plündern. Vielleicht haben sie Teile, die ich brauche. Das ist auch kein Spitzenschreckflügel. Das ist jetzt scheiße für mich. Wenn wir die craften, platzt vielleicht was ab.
Was brauche ich überhaupt? Ein Herz von dem? Was war die Quest? Aufgaben, Langhalt, Sammelobjekte, Außenposten, Jagdgebiete, Beuteverträge, Aufträge. Nö. Aktiv. Spitzen, Schreckflügelherz. Unbekannte Position. Ich würde sagen, in der Mitte. Für mich. Wenn ich später wiederkomme, ist vielleicht eine andere Herde hier. Ja, also der hat nichts für uns. Außer, dass wir die schönen Pfeile verschießen. Na gut. Machen wir den noch platt. Oder der macht uns platt. Je nachdem, wie es läuft. Schade eigentlich, dass wir gleich so ein Teil brauchen für eine gute Rüstung. Und das Ding noch nicht gefunden haben. Was ist denn jetzt schon wieder hinter mir los? Ausgewichen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Gib mir dein Herz. Genau da. Genau da unten. Muss kurz nachcraften. Ah, stimmt, ja. Das Freundchen konnte sich ja unsichtbar machen. Ist hier noch eine andere oder macht er nur komische Attacken, die hinter mir erklingen? Ja, ich kann die Waffe benutzen. Welche Waffe kann man benutzen? Aloy weiß bestimmt, was er gesagt hat. Hat einen Plan hinter einem. Komm schon. Voll in Oberschenkel. Ein größerer Beutel wäre echt praktisch gewesen. Jo, dann schießen wir uns noch ein Ohr. Oder auch nicht. So. Kein Herz für uns. Oh, Rotfuchs auch noch erledigt. War aber fleißig. So. Metallzahn einmal. Die sind zumindest nicht ganz unwertvoll. So. Und was haben wir gebraucht? Wie gefall ich dir jetzt? Immer noch relativ gut, aber die Waffen braucht man nicht. Ah, schade. Schade, schade. Dann würde ich sagen, ja, den Tarngenerator plündern wir noch. Dann geht es um Skillpunkte. 20 Stück haben sich angesammelt. Jägerinbaum ist fertig. Machen wir einen Überlebendenbaum als nächstes. Niedrige Gesundheit, Fernkampf. Ja, warum nicht? Ja, damit. Niedrige Gesundheit, Nahkampf. Okay. Häcksler-Mine, mir egal. Power-Häcksler. Klebebombe. Hab ich doch schon. Niedrige Gesundheit, Fernkampf. Niedrige Gesundheit, Verteidigung. Medizinkapazität. Wunderbar. Und noch 2 Fertigkeitspunkte. Ausdauer bei niedriger Gesundheit. Wunderbar. So kann man Skillpunkte schnell einsetzen. Wäre die Frage, wollen wir noch kurz Sturmvögel machen? Ich würde sagen, nee, Episode ist jetzt lang genug. Peil eh eher an, dass das so 40 Minuten bis 3/4 Stunde Episoden werden. Das klappt mal besser, mal weniger, je nachdem, was los ist. Na gut, ich gehe nur noch zum Lagerfeuer, wird da speichern und dann geht's von dort ab nächsten Mal weiter. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.